Hallo und herzlich willkommen zu Borderlands. Wir haben hier einmal die Filia Alieni, die mit uns spielt. Guten Tag. Und die Pummelrunde ist einmal der Hisho und meine Wenigkeit, die Pseudonyma. Guten Tag. Und wir wollen eigentlich Bonehead erledigen. Wollen. Was sich sehr schwierig gestaltet irgendwie. Und wir versuchen es jetzt zum 15. Mal. Mindestens. Mal sehen, ob wir es schaffen. Vom Gefühl. Auf geht's. Das Schöne ist, wir haben uns gerade mal kurz schnell ausgerüstet. Ausgerüstet. Wir riechen jetzt ein bisschen. Wir haben hier eine Neuausrichtung. Gut, dass ihr das nicht merkt. Unserer Struktur. Ah ja. Unserer Struktur. Da kommt schon welche. Ja, das ist doch schon gut. Haben die kleine Beine oder was? Irgendwie ja. Ja, die sind allgemein sehr klein. Haben auch nicht viel Geld bei sich. Ne. So. So, ich muss mal ganz kurz auf die andere. Schauen wir mal. Ich habe Angst. Ich gehe ganz langsam dahin. Ja, okay. Wer ist das? Räuberbandit. Scheiße. Ja. Bonehead, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Okay, soll ich feuern? Schild ist wieder voll. Mhm. Mhm. Ja, fang an. Lass mich mal hinstellen, weil dann kann ich das Geschütz aufstellen. Wo bist du denn? Ach, da. So, Moment. Ich schieße jetzt auf Bonehead. Mhm. Scheiße. Ich stell das Geschütz auf. Und bist tot, oder was? Braucht jemand ein Medikit? Fuck. Ich hab keine Granaten mehr. Mann, ich hatte den vorhin so gut. Nein. Oh, fuck, oh. Ey. Na toll. Das ist ein Medi hier. Ein Medi. Ich komm. Nein, hinter mir sind welche. Na toll, die sind hinter mir gespawnt. Die Säcke. Jetzt sterbe ich wegen denen. Die oh Mann. Ich wollte mich gerade am Bonehead dran. Hier kommen wir. Ich komme. Ah. Ich bin fast tot. Toll, ich wollte mich an ihn dran schießen, an ihn dran. Hallo. Hallo. Und dann sind die plötzlich hinter mir gespawnt, die Säcke. Ach, nee, die sind nicht gespawnt. Das passiert jedes Mal anscheinend, so, wenn wir versuchen, nach vorne zu gehen, dann springen hier welche. Springen da welche drüber? Ja. Die Drecksäcke. Aber du hast jetzt überlebt, das heißt, dieses gescriptete Scheiß müsste jetzt eigentlich nicht nochmal passieren. Ich hoffe. Aber ich finde Bonehead nicht. Wo ist er? Ich schleich mal ganz langsam nach vorne. Warte. Irgendwas ist passiert. Ach ja, so. Ich. Du bist passiert. Oh nein! Da ist er, direkt vor uns. Ich schleiche. So, ich bin hier oben auf diesem komischen Vorstand. Ja, okay. So, Moment. Komm mal mit. Nee, ist besser nicht. So. Oh. Aber mein Geschützturm ist noch nicht fertig. Das dauert noch ein paar Sekündchen. Ja, okay, ich bleib hier in Deckung. Hast du ein gutes Ziel auf ihn? Nee, grad nicht, weil ich in Deckung bin. Aber theoretisch schon, ja. Nee, jetzt grad. Doch, jetzt ist er gerade um die Ecke verschwunden. So. Ja, komm! Kann ich durch dein Ding hindurchschießen? Komm schon. Ah, fuck. Pseudonyma, könntest du mir mal ganz kurz helfen? Einfach auf mich zugehen und E drücken. Nein. Oder auch nicht. Leider nein. Komm schnell wieder. Haben wir Bonehead erledigt? Nein. Komm. Ich sehe den von dir aus nicht. Ich kann doch nicht mal auf ihn schießen. Hm. Oh nein. Er hat mich erwischt. Pseudonyma? Lebst du noch? Ja, ein bisschen, aber nein, eigentlich nicht. Filia? Ich bin weg. Ich bin quasi tot. Ich bin gerade am Heilen. Ich komm. Bin in Deckung gegangen. Ich komm. Ich komm so schnell, wie ich kann. SMG. Kann ich das Heilkit nochmal benutzen? Okay, kann ich. Oh Gott.
Woher kommen denn diese Killerbanditen jetzt wieder? Keine Ahnung. Ich hocke hier in der Hecke. Toll, der ist wieder voll geheilt, der Sack. Scheiße, das schaffen wir nicht. Vielleicht sollten wir doch mal versuchen, dem anderen zu helfen. Wobei das genauso schwierig ist angeblich. Ja, aber vielleicht fällt uns das leichter. Ich komme übrigens. Mann, ich hatte den fast down gehabt vorhin. So ärgerlich. Und jetzt ist der schon wieder voll hier. Ja. Ne, wir sind so schlecht dafür. Ganz ehrlich. Wie neue Stärke. Wie soll ich eine neue Stärke? Geheilt. Oh, danke. Ich dachte, du wärst tot. Ja, wenn ich hier hinter der Ecke stehe, dann ist das gar nicht so schlecht. Vielleicht schaffen wir es doch. Was hat mich denn jetzt bitte schön getroffen? Ich weiß es nicht. Irgendwas trifft uns immer total krass. Und dann kommt dieses Blöd. Leute, kommt. Lasst uns. Flucht. Getreu dem Motto von Rincewind. Run away to live another day to run away. Weise Aber Worte. Die kommen doch bestimmt mit, oder nicht? Nee, glaube ich nicht. Die verteidigen nur ihr Gebiet. So, dann gehen wir mal Gebiet. Zu dem T-H-B-H. Dann gehen wir, warte, ich ändere kurz den Quest. Ja, ich guck hinter uns, damit uns auch wirklich niemand folgt. Ein Bark, stimmt. Wo sind die denn? Oder wir leveln gerade mal so ein bisschen, aber ich glaube, wir machen nicht so viel Level mehr. Ja, wir können es versuchen. Wir grinden jetzt, ja? Wir was? Wir grinden. Wir grinden. Okay. Wir machen jetzt Kleinvieh kaputt, damit wir besser werden. Genau. Okay. Stunden um Stunden um Stunden. Wie in dem, wie in Skyrim. Wo lauft ihr hin dafür? Achso, nee, ich wollte eigentlich zu TK Baha. Ich will, vielleicht hat er ja was Interessantes für uns. Vielleicht müssen wir nur hinlaufen und dann kriegen wir die XP. Kann ja auch sein. Nee, bin ich nicht. Nein? Dein Glück? Ich schieße nur aufs Keks. Meistens jedenfalls. Gib ihm! Ja, Erfahrungspunkte. Ah, guck mal, wir haben zwei zur Auswahl. Oh, was denn? Level 9 oder Level 7? Ja, 7. Okay. Erledige Ska in Skag Gully und bring TK Baha seine Prothese zurück. Ja. Achso, ich nehme beide. Ich nehme beide an. Sammel 8 Klingenblumensamen und kehre zu TK Baha zurück. Hab ich und beide das angenommen. Ist schwieriger? Wer weiß. Samen suchen ist schwieriger. Echt jetzt? Vielleicht sind die sehr klein. Vielleicht gibt es da richtig böse Skullies. Okay, aber dann nehmen wir erstmal das Leichtere. Okay. Wir arbeiten uns hoch, ja? Genau. So. Gut, da ausgewählt. Lang anscheinend. Oder hast ich habe jetzt hab was. Weißt du, da lang, ne? Jo. Okay. Ja, ja, ja. Da muss man lang. Was? Scheiße. Nächstes Level! Aber wenn die nicht so langsam wäre, die Waffe. Das wäre voll Knorke. Knorke? Mhm. Das sagt man so. Knorke. Warte, ich kann glaube ich leveln. Ja. Wo bist du? Ach da. Hey, wir gucken dir dabei zu. Ich gucke dir ins Gesicht dabei. Mhm. Ich ziele auf deine Nase. Danke. Ich mache das Fernglas an und gucke auf ihre Nase. So, ich habe einfach meinen Sniper. Oh Gott. Ich habe meinen Schnieperriefel Schaden verdoppelt. Nee, vermehrfacht. So, verdoppelt ist mehrfach. Ein bisschen. 4% mehr oder so. Verdoppeln ist auch vermehrfachen. Ja, aber nicht. Ja, aber verdoppeln ist sehr viel. Vermehrfachen kann ja auch nur 0,37% sein, weißt du? Das stimmt wohl. Hm. Yeah, hu. Das hört sich immer mega pervers an, wenn die so. Oh. Machst du das etwa nicht, wenn du hüpfst? Doch. Immer, ne? Ja. So grundsätzlich. So rum. Natürlich, anders kann ich gar nicht springen. Siehst du, was ich doch. Oder so. Wolltest du mich erschrecken? Nein, ich meine so springen. Achso, wir müssen schon wieder ein Level wechseln. Was? Wir müssen ein Level wechseln? Ja, ach so, ja. Ach so, ja, können wir machen. Jo. Und tschüss. Tschö. Der Skeggsgulli. Der Skeggulli. Skeggulli. Ein paar Skeggs abschlachten und so. Sö. Sö. Sö.
Gehen wir direkt weiter oder was? Was liegt denn hier jetzt? Ja, oder? Was ist das? Ein Banditendatenschreiber. Warum sind Sie hier? Achso, willst du lesen? Ich nehme den. Okay. Schwarzes Brett Firestone. Finde zwei weitere Datenschreiber in Skag Gully. Du hast einen ramponierten Datenschreiber gefunden, den die Banditen fallen gelassen haben. Die Daten sind beschädigt und unbrauchbar. Aber es könnte auch noch andere Geräte wie den in Skag Gully geben. Suche nach zusätzlichen Beweisen und bringe jeden, den du finden kannst, zum schwarzen Brett in Firestone. Level 7, Schwierigkeit hart. Okay. Klingt gut. Können wir danach machen vielleicht? Ja. So, was müssen wir nochmal machen? Ach, einen Scar töten oder den Scar töten? Und Bahas Bein töten, war das nicht, ne? War das nicht der Böse in König der Löwen? Ja. Oh nein, der hat eine schöne Synchronstimme gehabt. Haha, ich schieße von oben. Du bist also wieder von oben herab, aha. Ja, so bin ich. Au, Mehrzweckgranaten. Kriegt man eigentlich Fallschaden? Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich. Geld. Ih, hör auf mich anzulecken. Die lecken die einfach. Wie, ich mach keinen One-Shot mehr hier? Huch! Ich drücke mal aus Versehen auf F. Voll lustig. Gerade. Ich glaube, ich habe bisher noch kein einziges Mal extra meinen Vogel losgeschickt. Oh, sie lebt ja noch. So. Wieso schaffst du schon wieder? Hier geht ein Spucker-Skat. Der bewegt sich zu schnell. Oh, da ist noch einer hinter dir, Hisho. Ah, fuck. Ich habe leider immer nur so ganz wenig Schüsse. Du bist ja schon ein Schussel, ne? Ja, das sowieso. Dafür bin ich bekannt. Doch. Wo müssen wir lang? Hisho, dir geht's nicht so gut. Ja. Nee. Moment, ich renn mal ganz kurz, wir müssen sowieso den Berg runter. Ich renn mal kurz zu der Medi-Station. Was für ein Berg? Achso, da müssen wir hin, okay. Ja, das heißt, sowieso klingt so, als wären wir auf dem Weg da hoch. Aber gut. Warte, aber wenn wir da lang gehen, dann kommen wir doch gar nicht im Berg runter. Deswegen. Das wollte ich damit gesagt haben. Nein, es gibt ein Schild mit Gesundheitsregeneration. Was? Ich habe doch gerade reingeguckt, da war sowas nicht. Ja, das ist gerade Sonderangebot. Nehme ich. Ja, okay. Können wir ja mal testen. Mein anderes behalte ich aber besser noch. Aber meins, was ich habe, hat Gesundheitsregeneration. Was, echt? Ja, ich habe vorhin irgendwo eins auf dem Boden gefunden. Wahrscheinlich. Yeah. Warte, wo ist meins? Ach, da. Ja. Yeah. Seid ihr schon wieder unterwegs und ich stehe nur noch hier rum? Ja. Okay. Nein, ich warte auf dich. Der Hisho läuft vor. Danke, danke. Nein, ich warte auch. Oh doch, du läufst vor, das sehe ich genau. Frage mich, woher diese Geräusche hier kommen. Ah. Von da? Eventuell? Der Spucker kommt gelaufen zu uns, glaube ich. Oder? Ja, den kriegen wir. Den haben wir. Da kommt noch einer. Jetzt? Da. Oder ist ein Hellskit. Ein Hellskit? Da müssen wir wohl doch darunter gehen. Die Hells Angels. Die haben auch ein Höllenkit. Ne, hier geht's nicht. Ah, ist voll lustig, weil der weiß nicht, wo er hinlaufen soll. Haha. Dummerweise kommen wir gleich runter und dann wissen die, wo sie hin müssen. Ein Medikit. Ich bin schon unten. Wie bist du runtergekommen? Ist einfach runtergesprungen. Ich bin runtergesprungen. Ich hab gedacht, komm, no risk, no fun. Ja, ich hab noch ein Medikit für dich besorgt. Ja, super. Was war das? Weiß ich nicht. Man könnte annehmen, ich wäre fast gesund. Ein Balanced Guerilla Shield. Also so ein Ding hatte ich auch schon mal. Okay. Da mag ich aber lieber dieses Heilschild, was ja, ich jetzt meins, habe. Das hat aber mehr Schild. Aber ich guck mal. Aber es hat jetzt auch nicht so. Ich glaube, wir müssen da lang. Was habe ich denn gefunden? Warte mal. Guck mal, was du gefunden hast. Ich schau mal, was ich gefunden habe. Ja. Mohahaha. Das habe ich nicht gefunden, das hatte ich vorher schon. Welches Level? Wo steht eigentlich unser Level? Unter unserem, also wenn du
unten guckst, da wo die Map ist, da unten, da steht LV 0 irgendwas. Ach, bei da. Dir 06. Ja, bei mir auch 06. Na toll. Lilia ist die einzige, die eine 7 da hat. Ja, es muss ja auch mal Spiele geben, wo ich erinnere nur an wie hieß das, Castle Crashers, wo ich irgendwie so 5 Level hinter euch war. Oder Dead Island, wo ich auch irgendwie auf Level, also 10 Level hinter denen war. Also muss ja auch mal was gut machen. Ja, okay. Wir aber ja auch langsam rein. Schauen wir mal, ob das so bleibt, ne? Ja, langsam, aber sicher finden wir ja auch herein wir hier in das rein? Spiel. Hier ja, ich habe langsam verstanden, was ich hier mache. Ah, Moment, hier ist irgendwas. Langsam habe ich verstanden, worum es geht. Ja, ums Schießen. Yeah. Wie war das? Wie? Borderlands ist ein Shooter? Ich hab. Oh. Was? Wir müssen schießen? Was? Jetzt die ganze Zeit schon oder was? Ja. Feindlevel, wie du. Wie du selbst. Ach, du sind Feinde in Level. Ist ein. Oh Gott, dein ausgewachsener Skat! Hör auf, lass mich! Lass mich! Au! Ich mag dich nicht! Komm, du bist doch quasi tot. Sehr gut. Ich habe ihn tot gemacht. Ich gehe dann immer so panisch vom Mikrofon weg. Ich bin voll. Bin voll? Nein. Meine Munition ist alle. Oh. Ach so, ich dachte, das wäre der Böse. Scheiße. Nein, das war nicht der Böse. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Der hieß so. Könnt ihr mal einfach auf mich schießen, während ich hier rumrenne? Was meinst du, was ich gerade tue? Ich spuck deine an. Auf damit! Jetzt läuft er hinter mir her. Nein, jetzt läuft er nicht mehr hinter mir her. Stimmt. Oh Gott, jetzt läuft er hinter mir her. Okay, ich bin tot. Oder kann ich ein Medikit noch benutzen? Jetzt aber, wir haben ihn fast. Ach so, ach, ich kann schießen, während ich liege. Wie geil! Ja. Das ist wie bei Dingens. Ja, wie das. Man kann. Oh. Hallo, ich bin quasi. Könnt ihr mich heilen? Na, mich bitte nein. Auch. Ich bin gleich weg. Danke. Ich wusste nicht, dass man schießen kann, während man. Ja, da steht dann immer. Ich glaube, das Kämpf um dein Leben. Ich habe mich immer gefragt, was das heißt. Man kann über uns schießen, während man da liegt. Ach, krass. Ja. Genau, und ich glaube, wenn man einen erschießt, dann kommt dann neue Stärke. Ah, das wusste ich nicht. So, ich guck mal ganz kurz. Wir haben den noch nicht am. Das ist gar nicht der, den wir. Oh Gott. Okay, acht. Aber ich glaube, das ist auch so einer, oder? So ein ähnlicher. Das heißt, wir haben noch nicht einmal den Kampf jetzt gemacht, den wir. Okay. Achso, ihr seid ein Level Up. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Hände schütteln. Guten Tag. Was nehmen wir denn? Oh. Ich bin hübsch, ne? Guckst du mir in den Ausschnitt? Nein. So. Wieso glaube ich dir nicht? Jetzt guckst du mir in den Ausschnitt. Okay. Weiter. Wenn ihr Medikits findet, sagt Bescheid. Ja. Ja, jetzt Feinde-Level eingeteilt. Ah, Feinden mit Schädelsymbolen solltest du ausweichen, bis du im Level aufgestiegen bist. Ach was, haben wir doch auch so geschafft. Okay. Oh, ich habe einen Klingensamen. Aber ich glaube, wir müssen hier gar nicht lang, oder? Doch, müssen wir, okay. Klingenblumensamen. Echt? Blumenklingen habe ich. Aber ich habe doch den anderen ausgewählt, oder? Ja, ja, aber trotzdem. Wenn ich den noch finde. Achso, gehen wir jetzt. Achso. Nee, ich habe jetzt gedacht, ich habe mich nur gewundert, weil Wo müssen wir denn hin? Eigentlich da oben irgendwo, ne? Moment, guck mal auf die Karte. Achso, nee, warte mal, wir laufen falsch, stimmt. Ja, wir laufen falsch. Da hoch, oder? Ja. Da ist so eine Brücke, aber wie soll man die denn runterkriegen? Kann man die runterdrehen oder so? Oder müssen wir gar nicht da hoch? Kommen wir da irgendwie anders hin? Hey, da ist was. Was? Wo? Das ist ein Knopf. Warte. Nö, jetzt ist es irgendwie nicht mehr da. Dachte, ich hätte was gesehen, aber da ist irgendwie nichts. Moment, gucken wir mal auf die Karte. Oder wir können doch vielleicht einfach außenrum gehen. Nein, ja, wir müssen außenrum gehen, damit wir das dann danach runterfahren können, damit wir dann nicht mehr außenrum gehen müssen.
Genau. Ah. Kennt doch das mit Umweg und so, weißt du? Ah. Shortcuts. Guck mal, wir kennen ja Spielmechaniken, weißt du? Ah. Ich habe schon mal ein Computerspiel gespielt. Was, echt? Ja. Oh. Du auch? Ist nicht wahr. Ja. Die können wir noch erschießen, aber eigentlich, ja, warte. Ich versuche... Ich pinsel an der Nase, oh Gott. Aber ich werde angegriffen, ich kann jetzt nicht. Gesundheit! Ach, da ist noch einer. Mann, vorhin habe ich die noch gewone-shottet. Jetzt nicht mehr, ey. So, haben wir alle? Scheint so. Die haben was verloren da oben. Warte, ich hol das eben noch. So, ich komme. Okay. Was für Actionmusik gerade kommt bei euch auch? Uni noch eben ein. Ja, ist gerade irgendwie so Musik. Aber so wieso? Lebhaft. Also eigentlich ist die Folge jetzt zu Ende. Oh, ja, da warten wir doch hier. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also? Bis zum... Achso, du bist... Ja, wir machen das besser ganz schnell. Bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Tschüss. Ciao.